Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Story of Seasons. So, meine Lieben, ich muss zu Eda und muss ihr einen Schmetterling schenken, natürlich. Oh Mann. Oh, Kartoffeln sind fertig, sehr schön. Oh, das ist dann auch das letzte, ne? Aber wir haben jetzt den 27. Und 31 Tage hat, glaube ich, der Frühling, ne? Ja, es wären 4 Tage. Das ist wenig. Nee, ich glaube, da lohnt es sich echt nicht mehr, noch irgendwas anzupflanzen. Das hätten wir vielleicht dann doch besser vorher nochmal machen sollen. Aber naja, ist ja nicht so schlimm, ist nicht so tragisch. Wir schenken Eda jetzt mal eben hier nochmal einen Schmetterling, damit sie diese Freundschaftspunkte hat. Bitteschön. So, für einen so einen Schmetterling bekommt sie übrigens 300 Punkte. Und 1000 Punkte braucht sie, damit das Event stattfinden kann. Dementsprechend müssen wir ihr dann noch ein paar, zweimal, glaube ich, jetzt. Oder dreimal? Ne, zweimal. Ja, ich weiß halt nicht, wie viele Punkte sie schon hatte. Ob sie überhaupt schon welche hatte, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir jetzt so 2 oder 3 Mal noch einen Schmetterling schenken und dann kann das Event stattfinden. Weil das ist nämlich ein Event, was ich auch ganz gerne wirklich machen möchte. Bevor das erste Jahr halt rum ist. Oh, sehr schön. Ein Peridot. Sehr gut. Endlich mal wieder was gefunden hier. So, kleiner Saibling. Oh, eine Trophäe haben wir auch bekommen. Saiblingmeisterin. Ja, super. Nicht schlecht. Immerhin eine Trophäe bekommen. So, Fritzi und so müssen wir natürlich auch wieder was schenken. Oh, ich war noch gar nicht bei meinen Tieren, ne? Ach, ich habe so schön dran gedacht, die letzten paar Parts. Immer wieder. Morgens, Gießen, Tiere. Das war alles schön. Und jetzt habe ich sie da vergessen. So, sauber. Sauber. Noch hier melken. Sehr schön. Streicheln, aufsitzen. Und perfekt, sie lieben mich. Wobei, Hanako liebt mich irgendwie nicht so doll wie Yuki, ne? Bei Yuki geht das irgendwie schneller. Aber ich denke mal, das liegt daran, weil ich ja auf ihr zwischendurch dann auch mal reite. Und vielleicht gibt das ja dann auch Pünktchen dazu oder so. Kann ja sein. Ich gehe mal einfach davon aus, dass das so ist. So, jetzt erstmal alles wieder schön einsammeln. Auch hier Schmetterlinge, die brauchen wir jetzt zuhauf, da jeder einen Schmetterling bekommt. Damit wir die ganzen Events auch erleben. Sonst erleben wir die ja nicht. Das wäre ja furchtbar. Das wäre wirklich nicht so schön. Oh, hier liegt auch schon wieder eine ganze Menge, aber ich will das Unkraut nicht aufheben. Das Unkraut finde ich doof. Das kann ruhig wegbleiben. So, hier ist nicht so viel. Nur eine Feuerlibelle und ein Schmetterling. Die Blume ist noch nicht ausgewachsen. Da haben wir dann ein bisschen Pech gehabt. Aber naja. So, jetzt ist hier noch irgendwas. Nicht? Na toll. Nicht mal eine Biene. Ja nicht zu fassen. Dann marschieren wir weiter, gehen weiter tauchen und so weiter und so fort. Dip, 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 dip. Der erste Monat ist ja auch bald rum. Da freue ich mich schon drauf. Weil dann erleben wir bestimmt neue Sachen, neue Samen zum Anpflanzen und so weiter und so fort. Alles neu. Ach, bleib stehen. Sehr gut. So. Dann wollen wir mal schauen, was wir hier so alles finden. Ich hoffe, was Gutes. Naja, kleiner Saibling ist jetzt nicht so unbedingt das Gute, was ich mir erhofft hatte.
Und ein kleiner Karpfen. Das ist jetzt auch irgendwie nicht so unglaublich viel besser. Na toll, es wird immer schlimmer. Fischgräte, danke fürs Gespräch. Wirklich, vielen lieben Dank. Noch eine Fischgräte? Ach komm, hol doch mal was Schönes. Naja, ein kleiner Karpfen. Schon wieder. Oh, zwei Walnüsse liegen hier rum. Das ist ja mal nicht zu fassen. So, dann würde ich sagen, marschieren wir weiter Richtung Stadt. Beschenken unsere ganzen Freunde. Zumindest alle, die unsere Freunde werden sollen. Die beschenken wir alle jetzt mit Schmetterlingen. Ich hoffe, die können Schmetterlinge leiden. Und dann klappt das schon alles irgendwann. So, die können wir noch nicht mitnehmen. Ist noch nicht ausgewachsen. Einmal hier auf den... Okay, da ist nichts. Hier, die ist ausgewachsen. Die ist auch ausgewachsen. Perfekt. So, dann gehe ich direkt mal bei Fritz gucken, ob er vielleicht etwas Zeit für uns hat. Na, Fritz, hast du Zeit? Ach, er ist hier drin, ne? Gut, dann gucken wir mal eben. Ich schenke ihm direkt mal wieder hier so einen Schmetterling. Bitteschön. Das ist nicht zu fassen. Seine Blume ist lila. Wir haben es geschafft. Oder pink. Ich weiß gar nicht. Nee, lila, glaube ich. Ne? Lila. Es ist eher lila. Shiva, hast du dir die Klamotten aufgerissen? Du hast da ein kleines Loch. Hausarbeit ist für mich sowas wie ein Hobby. Also kann ich sie ganz schnell flicken. So, schon fertig. Dankeschön. Ah, wer hätte das gedacht? Bei Fritz geht es so langsam voran. Bei ihm haben wir jetzt schon die lila Blume. Dann werden wir das bei den anderen auch noch schaffen. Chaka! So, und du kriegst jetzt auch was, sobald du stehen bleibst. Sobald du stehen bleibst, Freundchen. Aha. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Jetzt aber. Oh, das ist für mich. Oh, und du kennst meinen Geschmack. Oh, du bist die Beste. Ja, ich weiß. Wenn Blumen in all ihrer Schönheit blühen, ist meine Erschöpfung wie weggeblasen. Ach Gott. Ach Gott, dieser Giorgio. Ja, er ist was ganz Besonderes, ne? Auf jeden Fall. Zack, da ist nix. Okay, ich muss unbedingt jetzt den anderen auch noch schnell einen Schmetterling schenken. Hier können wir schon mal Nachschub fangen. Das ist ja schon mal praktisch. Und da müssen wir gucken, dass wir den anderen auch noch schnell einen Schmetterling schenken. Oh, hier wieder auf der Hecke rumspringen. Oh, da ist nichts drin. Na gut. Dann auch noch eben hier. Ja, 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 ja. Oh, nein. Nein, 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 nein. Wieso ist meine Tasche schon wieder voll? So viel habe ich gar nicht. Okay, was schmeiße ich jetzt weg? Unkraut. So, stattdessen heben wir lieber hier das hier auf. Das ist nämlich ein Glasstein. Gott, dass meine Tasche immer voll ist. Ich muss das unbedingt ausleeren. Ah, nein, ich wollte nichts. Ah, ich wollte doch nichts bestellen. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich wollte dir doch eigentlich einen Schmetterling geben. So. Ah, bei ihm hat sich das leider noch nicht verbessert. Oh Gott, das hat jetzt gerade aber extrem geleckt, oder? Da macht man sich schon Sorgen so zwischendurch. Ich frage mich, warum das auf einmal ist, dass das so leckt. Ich verstehe es halt nicht. Na, ist ja... keine Ahnung. Ich hoffe, die geht nicht kaputt, die Nintendo 3DS oder so. Das wäre schrecklich. Das wäre wirklich schrecklich. So, Klaus, warte mal kurz. Warte mal kurz, Klaus. Klaus, warte, ich habe da was für dich. Pass mal auf, hier. Klaus, wo willst du denn hin? Guck mal hier.
Exquisiter Schmetterling nur für dich. Okay, bei ihm ist es noch nicht weitergegangen, aber das macht nichts. Jetzt gehen wir noch zum Mistel und dann gucken wir mal, wie weit wir bei Mistel sind. Ratespaß mit Mistel. Oh, okay. Ah, Shiva, nicht wahr? Hallo. Ich war gerade dabei, ein paar Regale abzustauben. Wenn ich mir nicht ab und zu die Zeit nehme, sauber zu machen, stehe ich eines Tages knietief in Staub. Wenn es nur nicht so lästig wäre. Oh, genau. Hättest du vielleicht Zeit, mir für ein kleines Spielchen Gesellschaft zu leisten? Na klar. Es ist ein einfacher Test deiner Urteilskraft. Auf diesem Regal stehen zwei alte Fotografien. Kannst du erraten, welche von den beiden wertvoller ist? Was meinst du? Das linke, das rechte. Ich nehme mal das linke. Korrekt. Du hast einen guten Sinn für so etwas. Ich bin stolz auf dich, Shiva. Ich bin sicher, die Fotografie ist auch froh, dass du ihren Wert erkennen konntest. Weißt du, vielleicht war es ja Schicksal, dass du dieses Foto entdeckt hast. Bedeutet, du bist dazu bestimmt, es mit nach Hause zu nehmen. Was sagst du? Es kostet nur 1 Million G. Es für den Preis zu bekommen ist fast schon gestohlen. Was? Nur ein Scherz. Du bist erstaunlich niedlich, wenn du so in Panik gerätst wie eben. Das war eine willkommene Ablenkung. Danke, Shiva. Schön, dass du heute vorbeigeschaut hast. Aber jetzt muss ich mich wieder dem Saubermachen widmen. Komm doch bitte bei Gelegenheit wieder vorbei. Ich habe noch ein schwierigeres und interessanteres Rätsel für dich. No, wir haben das erste Mistel-Event erlebt. Juhu! Das heißt, es wird so langsam. Aber irgendwie auch nur bei den beiden hier, ne? Oh, nein. Oh, das gehört zu den Dingen, die ich am liebsten mag. Vielen Dank. Und Mistel hat auch schon eine lila Blume. Na, das ist doch super. Jetzt müssen wir das nur noch irgendwie bei Klaus und Rhaegar hinkriegen. Aber ich glaube, bei Klaus und Rhaegar, da wird das halt ein bisschen schwieriger. Beziehungsweise es dauert ein bisschen länger. Weil ich denen, glaube ich, immer etwas schenke, was nur 300 Punkte wert ist. Und bei Mistel und Fritz scheint es so, als ob ich denen die ganze Zeit etwas schenke, was halt mehr als nur 300 Punkte wert ist. Vielleicht 500 oder so. Aber auf jeden Fall dauert es dann wahrscheinlich ein bisschen länger bei den anderen beiden. Aber das macht ja nichts, ne? Wir haben ja Zeit. Von daher ist das doch ganz cool, dass wir jetzt schon die ersten zwei Events gesehen haben. Yeah! Ich freue mich. Und ich bin froh, dass ich wieder das Richtige ausgewählt habe. Damals, als ich privat gespielt habe, habe ich mich ja sehr auf Mistel konzentriert. Und da wusste ich dann halt auch nicht so wirklich... Ach ja, ich habe ja gar keinen Platz. Verdammt. Und da wusste ich dann auch nicht so wirklich, was ich nehmen soll. Und habe dann halt einfach, weil ich mir so dachte, vielleicht ist das ja so ganz banal, so nach dem Motto, so ja, das, was wertvoller ist, wurde nicht in den goldenen Rahmen eingerahmt, ne? So nach dem Motto, ja, das Wertvolle, da ist es egal, wie der Rahmen aussieht, weil es halt wertvoll ist oder wie auch immer. Also ihr versteht schon, was ich meine, denke ich. Und ja, dann habe ich halt einfach das genommen, was halt nicht diesen Goldrahmen hatte, was ich ja jetzt auch gemacht habe. Und das war halt richtig. Zum Glück. Weil ich glaube, wenn wir den falschen genommen hätten, dann hätte das, glaube ich, Minuspunkte gegeben bei der Freundschaft. Das wäre natürlich nicht so schön gewesen. Genauso wie bei dem letzten Event von Fritz. Wenn wir da... Warte mal. Hineinlegen. Was habe ich gemacht? Keine Ahnung. Also genauso wie bei Fritz, wenn wir da zum Beispiel ihm jetzt nicht geholfen hätten, sondern einfach nur weitergegangen wären oder zugeschaut hätten, dann hätten wir da auch Minuspunkte bekommen. Ah,
ich habe einfach zu viel Zeug. Allein schon die ganzen Steckrüben und so. Aber wo kann ich die ganzen Steckrüben lagern? Ich glaube, die kann ich nur im Kühlschrank lagern. Kann das sein? Wartet mal, was brauchten wir für den Kühlschrank? Ugh, Eisen. Nein. Ich brauche mehr Platz. Ich brauche ein Eisen. Ich brauche mehr Platz. Verdammt. Obwohl, wartet mal, wir könnten unsere Materialien ablegen. Das wäre doch noch eine Idee. Dann haben wir doch erstmal wieder Platz. Hier, Eisen legen wir ab, legen Glasstein, das Altmetall, dreimal Stein, dann Zweig und Kiesel. So, Peridot lasse ich drin. Wie viel Eisen haben wir denn eigentlich? Das wird mir hier nicht gesagt, ne? Es wird nur gesagt, wir haben halt nicht genug, aber ich glaube, wir haben zwei. Mal eben gucken. Eisen haben wir zwei, genau. Es fehlt also nur ein Eisen und dann könnten wir den Kühlschrank bauen, was ganz gut ist, weil da kann ich nämlich dann auch Milch und sowas drin lagern. Und das wäre eigentlich schon cool, wenn ich endlich Milch und sowas lagern könnte. Also ein Eisen, vielleicht werden wir das ja noch bekommen. Und wenn nicht, dann nicht, ne? Hier sammle ich erstmal weiter die Insekten ein. Die bringen uns nachher wieder Geld. Auch wenn es nicht so viel ist. Aber naja. So, dann müssen wir... War ich hier schon schwimmen? Ja, ne? Hier war ich schon schwimmen. Ich glaube, hier war ich schon schwimmen. Bin mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube, hier unten, hier war ich noch nicht schwimmen. Da bin ich mir sicher, genau. Ich war da schwimmen, dann hat es gepiept. Und ich hatte die Tasche voll. Gut. Dann nochmal. Versuchen wir es nochmal. Ein Kupfer. Ah, ich hätte lieber ein Eisen. Bitte, ein Eisen. Ich brauche einen Kühlschrank. Ach, toll. Eine Venusmuschel. Komm, ein Eisen. Nur eins. Nein. Nicht so ein komischer Tintenfisch. Ich will doch ein Eisen haben. Nur ein Eisen, bitte. No, hier gibt es schon wieder nichts mehr anscheinend. Ist nicht schlimm. Wenn wir das Eisen nicht heute finden, dann finden wir es morgen und dann können wir auch unseren Kühlschrank bauen. No, eine Sardine. Ernsthaft jetzt? Wo ist das Eisen? Wo hat es sich versteckt? Ach, toll. So viel zum Thema Eisen. Na toll. Ja, statt das Eisen holst du lieber einen riesigen Oktopus daraus. Das geht doch nicht. Jetzt mal ehrlich. Das geht nicht. So, wir können ja nochmal bei Fritz vorbeischauen. Fritz hat ja jetzt die lilane Blume. Oh, hey Fritz, ich wollte gerade bei dir vorbeischauen. Shiva, du hast doch keinen Müll ins Wasser geworfen, oder? Oh nein, das ist keine Beschuldigung. Ich frage nur. In dem Fluss, da fange ich mir mein Essen. Der ist mir heilig. Wenn ich irgendwen erwische, der ihn zumüllt, kann er was erleben. Hey, ich hol den Müll immer da raus. Bedank dich lieber bei mir. Immerhin habe ich schon zigtausend Schuhe und Flaschen und so weiter und so fort daraus geholt, ja? Also wirklich. So, warum bin ich jetzt hier hingegangen? Ich weiß es nicht, denn ein weiteres Event wird sowieso nicht passieren, denn es passiert immer nur ein Event pro Tag. Ne? Also noch eins wird nicht passieren heute. Deswegen können wir jetzt auch ganz getrost nach Hause dackeln. Ein Eisen werden wir heute auch nicht mehr finden. Von daher gehen wir halt jetzt nach Hause ins Bettchen und dann ist ein neuer Tag, neues Glück, alle sind glücklich. Und wir freuen uns dann sehr. Ich bin gespannt, wo wir die Events von Rhaegar und Klaus sehen werden. Ob wir da überhaupt welche sehen werden. Wir müssen vielleicht Rhaegar öfters mal besuchen kommen. Oder vielleicht, wer da frei hat und nicht arbeitet, dass wir ihn dann vielleicht besuchen müssen. Das könnte vielleicht sogar sein, ne?
Naja, wie dem auch sei, ich geht schlafen. Sehr schön, es ist ein Regentag. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi!